Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Datenschutzvideoreihe der TÜV Süd Akademie. Heute erfahren Sie, welche grundlegenden Anforderungen an Datenschutzbeauftragte gestellt werden. Nach wie vor gibt es zahlreiche Unternehmen, die noch keinen Datenschutzbeauftragten benannt haben. Dieser spielt jedoch auch in Ihrem Unternehmen bei der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung eine zentrale Rolle. Zum einen wird der Datenschutzbeauftragte auf Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und auch des Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts vorweisen kann. Aber auch die Fähigkeit, seine Aufgaben in der Praxis umzusetzen, spielt eine wichtige Rolle. Zu diesen Aufgaben gehören insbesondere die Unterrichtung und Beratung der Firmenleitung und auch von Beschäftigten, die Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften und die Schulung und Sensibilisierung von Beschäftigten. Viele der Rechtsgrundlagen der Datenschutzgrundverordnung sind leider nicht selbsterklärend. Das notwendige Verständnis und Rüstzeug, wie Sie diese Vorgaben umsetzen können, vermitteln die Kurse der TÜV Süd Akademie. Allen voran der Fachkundekurs für Datenschutzbeauftragte. Unsere Trainer sind allesamt erfahrene Datenschutzexperten, die selbst als Datenschutzbeauftragte benannt sind und Ihnen somit die fachlichen Themen sehr gut und praxisorientiert vermitteln können. Eine fundierte Prüfung bildet den Abschluss Ihres Trainings zum Datenschutzbeauftragten. Damit sind Sie für eine Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung in Ihrem Unternehmen bestens gerüstet.